Ob es günstiger ist, mieten oder zu kaufen, hängt vom eingesetzten Eigenkapital ab. Bei einer Belehnung von über 2/3 ist man amortisationspflichtig. Sobald man unter dieser Amortisationspflicht ist, ist es günstiger zu kaufen. Zinsen sind auf einem historischen Tief. Der Immobilienbesitzer spart bei der Finanzierung momentan viel Geld. Wir empfehlen, die Ersparnis bei den Zinsen konsequent in die Amortisation zu investieren.